Sie haben sie freigesprochen. Sie war eine junge Frau, ja, die sich als Junge verkleidet, ja, in Rotterdam Medizin studiert hat. Ja, als Frau hätte sie nicht studieren können. Ja. Sie hat hervorragend studiert und hervorragend praktiziert. Sie hat Sektionen durchgeführt, das darf niemand, weder Mann noch Frau. Zur Verbesserung ihres medizinischen Wissens war es sehr nützlich, dass sie Sektionen durchgeführt hat, weil sie nämlich Funktionen des Körpers so besser erkennen kann. So, dies ist aber nicht die Lesart der Theologischen Fakultät der Universität Köln. Also, ich bin nicht die Fakultät Köln. Aber Sie sind Doktor, ja? Richtig. Doktor von Paris. Doktor von Paris und habe in Salerno studiert. Daher die medizinische Inklusion. Ja, jetzt ist es so, diese Frau hat außerdem die Beschuldigung auf sich gezogen, dass sie sich auf Hildegard von Bingen beruft, dass sie Praktiken einer Frau aus dem Umland von Köln, die sich auf Paracelsus beruft, ja, und Kräuter verwendet. Sie kann Abtreibungen, also Leibesfrüchte, beseitigen und sie kann Fruchtbarkeit vermitteln. Erzeugen lassen, ja. Natürlich, das mit Hildegard von Bingen ist etwas unglücklich, denn sich auf diese Mystikerin zu berufen, ist vielleicht nicht hilfreich vor den Kölnern. Obwohl sie keine Hexe ist. Natürlich ist sie keine Hexe. Bloß nicht etwas, was ihr weitergeholfen hat. Deswegen war sie in dieser schwierigen Lage vor dem Gericht des Kapitels in Köln. Die andere Frau, die sich da auf Paracelsus beruft, ist eine zweifelhafte Person, die ich nicht verteidigen würde. Ja. Die war ja nur als Zeugin tätig. Ja, ja, auch das war nicht sehr hilfreich. Aber ich meine, Anklage der Ärzteschaft von Köln, ja, die sich hier sozusagen... Ich habe das reduziert auf ihre tatsächliche Tätigkeit in Rotterdam, wo sie ihr erlerntes Wissen sozusagen... nicht approbiertes Wissen, aber erlerntes Wissen und gekonntes Wissen praktiziert hat. Und die Erfolge, die sie in Rotterdam hatte, an Heilwirkung, sind unzweifelhaft, werden aus Rotterdam auch von allen bestätigt. Selbst 27 Zeugen marschieren auf, ja, und sagen, die Obrigkeit Heilung selbst, erfolgreich. Die Obrigkeit selbst, ja, hat... Wie gesagt, ihr nichts nachweisen können, das, sonst wäre sie ja bereits in Rotterdam vor Gericht gestellt worden. Sondern ist ganz klar, diese Frau hat Gutes getan. Und jetzt haben Sie nach Thomas von Aquin und Duns Scotus ja, eine Deduktion durchgeführt. Ja, das Böse kann nur ein Defekt des Guten sein. Das ist Grundsatz bei Thomas von Aquin. Richtig. Ein Indiz, Heilung ist ein Indiz, dass nichts Böses... Ja. Der Teufel kann das nicht? Nein. Warum kann er es nicht? Er will es auch nicht. Das ist der Punkt. Genau. Ja. Voluntas diaboli, ja? Nicht? Ja, ist aber immer es dem pernicius. Voluntas. Ja, aber ist immer dem Voluntas Dei untergeordnet. So dass er im Grunde das Böse wollen könnte, aber nicht erreicht. Er kann, dann wäre eine Heilwirkung die Folge. Er versucht zu verführen, zu verlocken, ja, aber seine Voluntas ist nicht so ausgeprägt wie die Voluntas Dei. Das heißt, letzten Endes ist die Macht des Teufels begrenzt, während göttliche Macht ohne Grenzen ist. Und so haben Sie jetzt sozusagen in einem Art Schattenwinkel, in einem Auswegspunkt, ja, die junge Frau freigesprochen und gleich außer Landes gebracht. Ja, ich habe vor allem das ganze Problem auf diese eine Sache reduziert. Und wenn ihr nichts Böses nachgewiesen werden kann, ist sie also gut, also kann sie nicht verurteilt werden. Weil man aber nie weiß... Viel zweiter würde die Logik davon, ja, ja, würde gegen die Wut der Ärzteschaft, richtig, die Intrigen der Berater des Erzbischofs, ja, wollte ich gerade sagen, anderthalb Tage reichen. Deswegen muss ich schnell durch die Stadttore nach draußen. Eben, das ist gelungen. Meine Leute haben sie in Sicherheit gebracht auf einen festen Ort und sie wird sich vernünftigerweise in Köln auch nicht mehr blicken lassen. Das zweite Mal würde ich sie vielleicht nicht retten können, man würde sie wahrscheinlich verbrennen, bevor ich eintreffe.
Silentium in sacerdote pernicis est populi. Loqui trägt seine Berechtigung nicht als beliebige Mitteilung in sich, sondern in dem Ziel, das ihm innewohnt, ist der Schlüssel zum Imperium Regni Celestis. In dem der Text Lingua als Sklaven Celestis Imperii, das Officium Lingue, nämlich Loqui, demnach als Aufschließen jenes Reiches qualifiziert, ist zugleich eine weitere inhaltliche Bestimmung des Loqui gegeben, erodire. Es wird später die Rede davon sein, in welcher Weise eruditio ad regnum Dei die eigentliche Aufgabe des geistlichen Amtes ist, desgleichen wie diese Tätigkeit in ihrem Ziel der Sapientia zur Ruhe kommt, die als Erfüllung der Eruditio zugleich der Zugang zum Imperium Regni Celestis ist. Eruditio bedeutet demnach inhaltlich einmal Filii Rationis Precepta Dei Scire und diese Sobria Conversatione Ostendere Impere et implere, der Doktor et Doctor Gregis für Dozent et Amunendo zur Salus Animarum. Das geht alle an. Docentus est itaque omnes homo rationalem habens intelligentiam. Rationalis Intelligentia ist das Organ, in dem Discere seinen Sitz hat und auf das hin Docere angelegt ist. Sie ist Besitz des Menschen von Natur aus. Es wurde schon auf das Qualifikativ Rationalis bei Alkohol hingewiesen. Hier muss es eingeordnet werden. Rationalis Intelligentia disponiert den Menschen als Menschen von seiner Verfassung her. Unter der Mitwirkung der Grazia Dei, quia otiosa est lingua docentis, si gratis divina, cor auditoris non imbuit, die Doctrina salutis anzunehmen. Das heißt, die Sprache des Lehrenden wird der Muse gerecht. Lohnt die Zeit ist viel besser, wenn sie die Gnade im Herz des Hörers die Gnade Gottes nicht behindert. Ja, also nicht nämlich ausschließt. Nämlich seine Fähigkeit, die Doctrina Salutis, die Lehre des Heils, die Heilslehre anzunehmen. Heilslehre anzunehmen,